Also was Gutes. Drei Naturzauberfähigkeiten. Wo? Also es ist nur eine 95er Rüstung. Ach so, die Robe. Was du tragen möchtest. Schieß mit Schilden. Rüstung, Nahkampfschaden gesenkt. Fähigkeitenpunkte, Stärkepunkte, Gesundheit, Natur, nur ein Punkt. Meiner habe ich auch nur ein Punkt. Verteidigung 32 und das angehört. Verteidigung 5, wow. Hat ein Mana. Ich würde nicht kaufen. Du willst nichts kaufen, weh. Ich würde nicht ein Schild kaufen, also ein schwächeres Schild. Das behalte ich ja. Ja, geil. Das sind Sachen, die sehen nicht toll aus. Gesundheit. Ja, ich kann nur Tränke kaufen. Achso, das sind noch weitere Zelte. Ja, es gibt noch mehr Zelte, keine Sorge. Drei Zelte. Da warte ich auf Chicken hier. Ich meine, hier ist ein großes Schild mit Kräuter und Zauber von Fiebe. Ja, das habe ich schon vorhin gesehen. Impressionszauber. Viele Leute. Kalixika de Dorli. Ich hatte letzte Nacht einen seltsamen Traum. Ich hatte mich in der endlosen Wüste verlaufen und stand plötzlich vor zwei riesigen Pyramiden. Ich ging in die erste hinein und befand mich in einem spärlichen, beleuchteten Gang, der kein Ende zu nehmen schien. Doch nach einer Weile musste ich mich dem Ende genähert haben, denn ich hörte Möwen und die Brandung eines Ufers. Ich sah das Licht der Sonne am Ende des Tunnels. Das war ein Zug und du wurdest überfahren. Herzlichen Glückwunsch. Es wurde heller und heller und dann erwachte ich. Du hast seltsame Träume. Die wurden in der Traum als beim Zug überfahren. Brack Eldrick. Und die? Ich habe gehört, dass man schon irgendwie nach Hyroth weit draußen im Westen gelangen kann, aber welcher Narr lässt sich schon auf eine wochenlange Reise durch die Wüste ein? Gleich der erste vernünftige Sandsturm würde euch begraben. Und ein Zwerg, okay. Den ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Damok Skytrider. Ich habe diese Landstriche viel bereist und kann euch sagen, dass sich dort draußen nichts außer endlose Dünen findet. Und zwei Pyramiden. Unruhe, das sind zwei Leute. Und Bishop hieß doch in Kyliria. Wenn diese Dürre anhält, gibt es hier bald nur noch Staub und Sandverwehungen. Aus dem Grund müssen wir den Kreis von Hyroth wieder zusammenfügen. Mir ist in einem Traum ein gewaltiger See unter der Erde erschienen. Ich bin mir sicher, dass die Utrera dieses Wasser für eben eine solche Situation wie diese jetzige gesammelt haben. Wenn der Kreis wiederhergestellt ist, können wir endlich dieses Wasser verwenden und damit die Stadt Kreskal retten. Oder ihr könntet einfach hier wegziehen. Ich meine, das ist doch eine Wüste. Wer will hier leben? Warte, was seht ihr von der Dürre? Der Heimstein von Kreskal wurde vor ein paar Nächten gestohlen. Ich fürchte, in den Ruinen des Utreischen Tempels, nordöstlich der Stadt, lebt etwas. Wir haben den Bewacher des Steins mit durchgeschnittener Kehle gefunden. Der Tornstone-Stein war aus seinem Behältnis verschwunden. Ich habe von eurem Mut gehört. Ich bin mir sicher, dass es euch gelingt, den Stein zu finden und wieder sicher nach Hyroth zu bringen. Lasst uns jetzt nicht im Stich. Doch. Warum denn nicht? Alvin Geldrick. Monatelang bin ich durch die endlose Dünen geirrt. Irgendwie stieß ich dann auf die Mesa-Wüste mit ihren gewaltigen Klippen. Zwar waren diese beeindruckend anzusehen, aber auch sie waren so leblos wie die Dünen. Da musst du umziehen! Wiley Talbot. Das hat ja nicht alle in der Wüste. Gibt's da nichts. Gibt's da mal nichts.
Die Gigs geben einen guten Braten ab. Einfach zu fangen und ein Geschmack wie Hühnchen. Was? Ja, da lest lieber die Viecher statt Hühnchen. Zauberin Fjelle Braten. Sultrin hat euch bestimmt schreckliche Dinge über die Dünen des Südens erzählt. Er hat recht, ohne eine Menge meiner Heilelixiere werdet ihr nicht weit kommen. Bist du dir da sicher? Kein Problem, ich habe mir nicht umsonst. Was ist das denn? Splitterbombe. Furzkumpel, schön. Ich habe mich umsonst Mana-Tränke und halt einen Schlangenheißer aber dabei. Habt ihr in verschiedenen zivilisiert. 203 Mana-Punkte hinzu, wow. Aber meine hatten, plus 3 Naturzauber, wie ich gerade sagen. 2, 3, 4. Harmonik. Die Mana-Lenkung, genau. Kombiniert die volle Kraft von Leben Mana aller Gruppenlieder in Ausgleich? Ich bin 93 Sekunden da. Frustgolden beschwören. Yay. Ich mach mal. Ich kaufe dir mal das Verfahren. Was auch schon Sonnenstrahl. Damit wir in der Wüste schön kalten Kopf bewahren können. Hm. Zauber. Beschwören. Der kämpft. Aber oder Mana. Das ergibt mehr Sinn. Hm. Ich kann mich nicht entscheiden. Schauen wir, der Frostgolem sich im Kampf fährt. Drei Mana-Punkte. Was soll ich eigentlich mit Wasser? Die haben hier doch einen See. Also eine Oase. So gut aus. Hier gibt es ein Zauberbuch, das dir 203 Mana-Punkte gibt. Hab ich gesehen, aber ich hab, bei meinem Zauber habe ich plus 3 Naturzauberfähigkeitspunkte. Ja, ich habe auch plus 3. Schön, wenn ich bessere Ringe finden könnte, die mehr als 101 Punkte geben. Also Mana-Punkte geben. Frostgolem in der Wüste. Mhm. Süß. Ein Melding. Süß. Der dauert viel länger an als der Drache. Schauen wir gerade den Steinkaiser an. Im Basilikum. Oh, da ist noch sogar ein Schild in Greskal. Der ist nämlich auf der falschen Seite der Siedlung. Ich meine, ein Schild soll dann jemanden willkommen heißen in der Ortschaft. Das ist ein komplett falsch. Ja, auch. Tut Basilikum. Das auch. Wenn man hier mit dem Basilikum anreist, kommt man ja hier und sieht, ah, Greskal. Problem ist nur, Basilikum funktioniert da nicht richtig. Oder so, keine Ahnung. Das soll ja nicht funktionieren. Wo doch, der funktioniert. Ich hatte mal. Meine Erinnerung ist gerade schlecht, was hier lange her ist, seit wir gespielt haben. Wir sind Stufe 80, also dürfen wir den benutzen. Okay. Aber sind die anderen Leute Stufe 80? Das ist die Frage. Nee, die kommen ja auch hier nicht weg. Ach, deswegen kommen nicht weg. Wenn die Stufe 80 wären, könnten die hier weg. Stimmt. Schwächlinge, ey, die müssen alles für euch tun. Ey, Esels. Die küssen sich. Oh. Wir haben mal ineinander gesteckt. Ah, oh, wedeln mit Nörchen. Ah, oh, wir wedeln von süßen Nörchen. Wo das heißt Esel? Das heißt... Wo kriegen die eigentlich das Futter für die Esel her? Hier wächst kein Gras. Stimmt. Und zwei Esel, zwei Spieler, dann könnte quasi einer von uns einen sich einen Esel schnappen. Wir reiten durch die Wüste. Hm. Und nehmen wir auf jeden Fall schneller ankommen, wenn wir dann irgendwann zu den Pyramiden latschen. Ja. Oder was Backesel, damit sie haufenweise Tränke für uns schleppen können. Nicht wahr, Frostgolem? Ja. Ich brauche nicht... Brauche ich da einen Spitznamen für Frostgolem? Ich nehme mal Victor nach Victor Freeze.
Mr. Freeze, der Kühlschrank. Ja, Wix oder Wick? Kurzname oder normale? Was wäre besser? Victor oder Wick? Ich nehme mal Wick. Okay. Nicht, dass man das dann mit dem Wort Fick verwechselt, versehen. Ja, Victor. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Ding hat kontraproduktiv gesagt. Oh Gott. Na gut, das sind jetzt ein... Kontert. Sind jetzt in der letzten Stadt angekommen. Ja, endlich! Das heißt, es sind nur die... den Stein finden und dann die Dungeons, also die letzten Dungeons untersuchen. Wir haben ja viele, drei von uns. Aber ich bin am Mieten. Den Stein finden, da müssen wir diesen Kreis in Hyroth, den wir gesehen haben, vervollständigen. Darunter ist ja nochmal ein Dungeon. Und dann haben wir noch im Grunde drei Bonus-Dungeons vor uns. Genau. Ich denke, in der nächsten Session vermutlich die beiden Dungeons machen, danach die extra Dungeons. Ja. Weil der Dungeon, wo der Kreskal-Stein drin ist, müsste eigentlich kurz sein. Also nicht so lang wie halt so wie die anderen. Der ist ja direkt hier vor der Türe. Ja. Ist wieder gerade vorbeigelaufen. Müssen wir einen Weg wieder zurückfinden können. Das... Oh, aber wir sind nach Süden. Wir sind dann nach Süden gegangen. Ich denke mal direkt. Ja, im Süden zu diesem. Das heißt, wir müssen eigentlich nur nach Norden von hier aus gehen. Palmenstein von Kreskal in den alten Ruinen im Nordosten. Genau. Okay, ich habe den Weg gefunden. Ich laufe nicht so gerne nach Osten und Westen in diesem Bereich. Müssen wir mal von hier aus, wo diesen Zelten und der Oase in Richtung Palmen gehen, dann müssen wir finden. Müssen wir nach Norden, nee, nach Süden gehen? Ja. So nach Süden? Bestimmt. Vielleicht nach Norden, so ich weiß. Oder? Nordosten hat Priesterlein gesagt. Ja. Wir gehen einfach dahin und einen schnellen Weg zurückfinden für die nächste Session. Ja, dann, wenn die aber Palmen mit so Fackeln aufgestellt hätten, zum Weg zurückfinden. Da liegt Stuff auf dem Boden. Was, wo? Ach nee. Ich hab gerade die Karte offen und die Priesterin sieht einfach aus wie so ein Geldbeutel, was auf der Karte halt Items anzeigt. Okay. Ich hab die Priesterin gerade für ein Item gehalten. Ich glaube, wir sollen vielleicht einen Weg mal zurücksuchen. Für nächste Session. Ja, Nordosten. Direkt Nordosten hinter der Frau. Achso, direkt hier. Ja. Okay. Da wissen wir Bescheid. Müssen aber nur den Fackeln folgen. Nur den Fackeln folgen. Gut. Ja, folge dem Licht bis zum Ende des Tunnels. Und dann warte mal. Auf. Du wurdest vom Zug überfahren. Sagst du, der Dungeon ist ja recht kurz, ja? Müsste so lang sein wie halt die anderen Dungeons, zum Beispiel das Drachennest. Also ja, kurz. Das können wir eigentlich in der Session noch machen, oder? Wenn du Lust hast. Können wir schon in der Session machen, wenn er eh schon den hier ist. Dann Session können wir... In der letzten Session können wir gleich... Verabschiedung haben wir ja noch nicht angefangen. Ja. Wenn das so nicht so lange dauern würde, können wir noch schnell machen. Ich glaube, wir haben gerade nochmal ein oder zwei Stunden aufgenommen. Ja, wie geht's, steht's mit deinem Bass? Ja, ich mag Ruinen, vor allem unterirdische. Unterirdische Ruinen, oh. Ja, wegen dem Raider und Tiefseher hier.
Und die Ruinen sind so wunderbar. Du bist auch ein kleiner Grabräuber. Kleiner? Du, Fassade. Was hat mir mein Gesicht drauf gemalt? Drauf gemalt, nicht reingehauen. Da reingehauen. Reingemeißelt. Ja, ich meißel auch, ich male auch gerne mit Meißeln. Ja. Meine, schon eine Weile Dungeons sehe ich direkt in der Siedlung, die können wir auch schnell machen. Sind die echt keine Gegner? Ja, die kommen noch unten. Ach so. Keine Sorge. Das ist erstmal das, die Vorspeise. Nehmen wir das mal so. Die Vorhöhle. Ich glaube, es sind nur noch 15 Gegner hier unten sind. Immer noch so hart, dass wir Gegner hier unten sind. Ja, schlag sie, Victor. Auch Totenschädel in den Wänden. Gruselig. Ja, sehr gruselig. Sehr, sehr gruselig. Warum lispel ich jetzt? Weiß es nicht. Oh, ist auch so dunkel. Man sieht ja mal nur 2-3 Meter vor sich. Ja, schade, dass wir keine Fackeln dabei haben. Das ist auch nicht besser. Victor, du bist auch so langsam. Ja, der hat auch ein Gefühl, Kühlschrankanzug. Golems laufen halt langsam. Das ist doch gar nichts. Ah je. Das ist doof, jetzt wieder zurückzutauschen für Draco. Jetzt noch bessere Beschwörungen als den Drachen. Wo ich nicht glaube. Sehr schade. Ah, Chicken. Müsste man mal im Wiki gucken. Ah, eine Bewegungsstatue. Hey, der hat mir Flammen in den Wänden. Mit ein bisschen Licht. Was haben wir jetzt wohl? Oh! Gelbe. Was Gelbes. Ach, oh, Stärke 45. Eine Fernkampf- und Ackerfähigkeitspunkte. Toll. Warte, was los? Die Rüstung 57. Nicht gerade toll. Ist nur für Kämpfer. Oh, neue Gegner. Lava-Renner, ja. Tja, wird schön abgekühlt. Oh, ein Bullet. Ein Bullet. 3 Kampfzauberfähigkeitspunkte. Das ist gut. Ich habe halt mein Mana-Amulett. Ah. Aber Horror. Oh, gruselig und so. Ja, die geile Musik! Yay. Ja, ich denke, ich wechsle zurück von da. Ja. Tschüss, Victor. Geh zurück zu deiner Frau. Ja, der haut leider nicht so gut zu. Oh, der rote Drache. Ich möchte auch noch einen roten Drachen haben. Ich hab einen schwarzen Drachen. Oh je.
mit der Verbindung kommen, Orange zu reichen, ganz kämpfen. Das sind schon Menace Dungeons? Ich sehe keinen Weg. Ah ne, da ist ein Schalter. Sehe ich gerade jetzt. Jetzt müssen wir Drecke wieder beschwören. Los, Verbindung. Die Verbindung gerade wieder Quatsch machen muss. Nerven. Weil wir uns das entschlossen haben, weiterzumachen. Bronzen. By the way, in Heroes haben wir jetzt 3. Jetzt 2 Stufen von Monstern. Basis und ein Upgrade. Und ein Upgrade für eine Fraktion ist von roten auf schwarzen Drachen. Warte mal. Das sind 20 Rüstungspunkte hinzu, 5% Chance magische Angriffe abzuwehren, plus 2% Chance einen Nahkampfangriff abzuwehren, fügt einen Geschicklichkeitspunkt hinzu, fügt 22 Malepunkte hinzu, 3% des Schadens auf Gegner zurückreflektieren. Nice. Fügt einen Stärkepunkt hinzu. Was war das für ein Gegenstand? Ein Ring. Vorhergesagter Ring der Hochmütigen. Ist ein gelber Gegenstand. Ach so. Ist nur interessant, wenn der Mana erhöht. Na, die anderen Sachen kann ich sowieso nicht. Ich hab Platz für den Mr. Snape. Oh, wieder Kabelfiecher. Wow. Ah, mein Feuerring ist wieder ausgegangen. Wird heilen lassen. Oh, zwei Wege. Achso. Oh. Okay, den Drang darf ich nicht auswechseln, sonst darf ich Snape nicht mehr beschwören. So, Gesundheit. Weniger Gesundheit. Ja. Ja, muss halt später, wenn wir wieder trainieren müssen. Ja. Wissen wir für Legends of Arana. Im höchsten Schwierigkeitsgrad. Aber hey, diesmal wird es ja nicht 2 Jahre dauern. Das ist Busch mit dem Training. Oh ja. Den unteren Weg, ja. Egal, wir müssen Probleme da schon versuchen. Oje. Sollte es Jon angreifen, nicht mich. Ja, in der Endverbindung. Sobald die Illusion verschwindet. Da hinten gibt's Heldamun und Omega-Pilz. Omega-Pilz, nein. Omega-Wurm. Ja, halt, du kannst nicht angreifen, weil da jetzt kaum ein Boot ist. Oh, jetzt nicht mehr. Wow, jetzt ist ein wenig Geld, das du fliegen lassen hat. Meine Fahne gelassen hat. Der Kerl war ja reicher als Bruce Wayne.
Guter Scherz, checken. Nö, Meneer sind ja out, jetzt ist der Bironier. Ja, ich bin vor kurzem wieder aggressiv angefangen zu spielen. Ich habe wieder sein Quote. Ja. Wie geht's dir, Vicky? Ja, Meneer ist das auch so. Last Season, oder? Keine Ahnung. Ja, so ist von gestern. Ja. Ja, das ist die gute, das zu erreichen, sagst du gerne, also nicht gut. Habe ich auch gesammelt. Achso. Selbst, wir küssen deine Märchen. Snape. Fuß. Selber Fuß. Geld, ey. Ah, wir sind wieder beim Lift. Ja, beim Kreis. Okay, das heißt, wir haben nicht den richtigen Weg genommen. Das ist gut. Ja, einfach auf mich klicken, damit ich schon, ist schon ich glaube, ich schon richtig geraten hat, was Chicken tut. Dann ist der Reibli zu weit weg. Chicken ist einfach ruhig, weil sie wieder eine normale Maultaste drücken muss. So, ja, es geht dort weiter, wo die Statue ist. Tschüss, Draco. Das ist wieder Kabelfisch. Oh, zwei Megawürmer. Gute! Würmer. Ah, ist das schon? Ah ja, da ist schon der Stein. Ja. Hab ich gesagt, der ist recht kurz. Zwei Stück. Oh, jetzt mal für einen von uns. Spielen von uns einen Stein. Mal schauen, was die beiden machen. Ne, Stab eh. Nahkampfschaden 5. Muss sein Gesenk? 5% geschlossen. Nahkampfschaden, man kann es wieder 5. Nahkampfschaden 5. Kampfzauberschaden. Ein Punkt zu maximalen Kampfzauberschaden zu. Wow, ein Punkt. Wow. 3 bis 8 Punkte zum Naturzauberschaden, mit der Intelligenz und fügt dein Mana-Punkt dafür hinzu. Ja, das ist doch toll. Na nö. Kannst du auch kaufen, wenn du möchtest. Das sind ja gelbe Schiele. Achso, dann nehme ich mit und verkaufst du uns das. So, jetzt haben wir den letzten Stein, yay! Yay! Jetzt können wir den Kreis vervollständigen. Kreis des Lebens. Im ewigen Kreis dreht sich unser Leben. Ja, Circle of Life. Wir sind alle Teil dieses Universums und des Lebens. Also wieder ein ewiger Kreis. Circle of Life vollenden. Ja. Moment. Seekarte? Hier ist auch so ein Schalter. Ja. Junge, los gehen. Das ist unfair. Ah. Ich hab auch Gefühle und so. Geld mitnehmen, ich versehentlich die Axt. Der Schalter macht nichts. Nicht der Ausschlag. Supermaner Trank. Okay, für Schalter haben wir. Oh, okay, das sieht nicht gut aus. Spinne? Kommst du darauf?
Okay, keine Spinne. Wie kommen Leute hier rein? Na gut, die sind bestimmt so reingekommen, aber wie wohnen die hier im Spinnweben? Mal schauen, was sie machen. Zauberschaden gesehen. Kampfzauberfähigkeit. 130 Gesundheitspunkte. 2 Stärkepunkte, Intelligenzpunkt. Das ist nicht schlecht. Dann schmeiß ich den mal weg und den mal weg. Schild ist nicht so. Voll in 70. Ja, Schuhe höher nur Fernnahkampf. Also die Handschuhe. Das Schild erhöht Fernkampf Gesundheitspunkt, Gesundheitspunkt. Ja, die ist doch toll. Ich nehme mal so mit. Warte, dann wieder zurückgeben. Wenn wir in der Stadt sind. Dann lauf mal. Gut. Ich renn dir wieder hinterher. Frag mich, wie viele Schalter wir noch übersehen haben. Tschüss, Draco. Ja, brauchen wir gerade nicht. Brauchen wir gerade nicht. Sind eh fertig mit den Taschen. Wunder, wie viele Geheimschalter wir noch übersehen haben. 70 Intelligenz. Ich dachte, in diesem Jahrhundert noch erreiche. Check den Intellekt klug. Einfach ein Spezialmolett wieder anziehen, dann kriegst du einen Dickens. Ah ja, wirst du vielleicht den einen Stab mit haben? Den 103, ne, was war das? Hab ich schon gegeben, oder? Bin verwirrt. Ich hab vorhin einen Stab aufgesammelt. Ja, dann hab ich den rausgeschmissen. Kampfzauber. Ach gut. Halt Intelligenz. Okay, gut, dann habe ich den Teil vergessen, den ich gegeben habe. Bin halt nicht zu klug dafür, um damit umzugehen. Oh. Das ist schade. Wird zwar Mana reduziert, aber dann hat man viel mehr Lebenspunkte. Und wieder raus. Ja, und recht kurz. Ich glaube, es war noch kürzer als der Drachen-Dungeon. Zum Erreichen des Objektes, das wir brauchen, muss immer mal gerade ausgehen, das war schon. Ja. So, Leute, wir haben jetzt euren Stein. Der nächste... Nächste Session können wir dann die restlichen Dungeons machen. So, Kylia, wir haben den Palmstein gefunden. Ihr habt den Palmstein, die Götter sind euch gewogen, Kind. Ich bin sehr froh, dass wir uns wegen der Tempelruine in der Nähe keine Sorgen mehr machen müssen. Ich war davon überzeugt, dass unser Schicksal besiegelt gewesen wäre, selbst wenn wir noch genug Wasser gehabt hätten. Ich danke euch aufs tiefstem Herzen. Okay. Dafür gibst du uns eine verdammte Rüstung. Was ist deine Dankbarkeit? Schauen wir gerade, was wir machen. Brauchen noch 44 Stärken. Was machen? Mein Spiel minimieren. Nein. Bitte nehmt diese kleine Gabe als Dank für eure Leistung. Die Bürger von Greska werden für eure sichere Reise nach Hyroth beten. Oh, eine Rüstung ist ganz nett. Ich brauche 54 Stärke für. Hört nämlich die Naturzauberfähigkeit um 3 Punkte, also was ich schon habe. Ich brauche das für jetzt 54 Stärke-Punkte und ich habe nur 21. Selbst ein Bass. Also verkaufen. Theoretisch könntest du ja offscreen deine Nahkampffähigkeit trainieren. Ja. Aber keine Lust drauf. So. Warte mal. Ich habe ja zwei deine Tränke mitgenommen. Hier ist der Satz. Ich möchte nicht als gierig aussehen. Ich habe so viele Tränke. Ich habe sowieso gerade keinen Platz. Ach so. Na gut. Ich muss mal gucken, was ich verkaufe. Egal. Wenn du dann welche brauchst, kann ich dir immer welche geben. Ich habe sehr viele Gesundheits- und sehr, sehr viele Mana-Träger. Eigentlich
238 Millionen. Geld bringt nur was, wenn man damit was kaufen kann. Er ist nicht sonst gemacht, kein Geld. Oberster Erzmagier, du bist eine Klasse aufgestiegen. Letzte Session warst du nur Erzmagier. Ah, okay. Ist komisch, dabei habe ich gar keine Stufen bekommen. Ach nee, das stimmt. Weil du ja, wegen des Stabs. Zauber Plus ausgerüstet hast. Ja, wegen des neuen Stabs. Weil der erhöhte meiner Natursauffähigkeitspunkte um 3 Punkte. Und der letzte Stab erhöht nur um 1 Punkt. Ja. Ich wünschte, ich würde noch mal eine Ringe verkaufen. Nicht nur Zauberbücher. Das tun die leider nicht. Hm. Ringe und Amulette ist ja schon. Gut, aber sind wir jetzt einmal fertig mit dieser Session. Die nächste Session wird hoffentlich die letzte sein für die Multiplayer-Karte. Nein. Sagst du hoffentlich? Nee, ganz sicher nicht. Oh, meine Güte. Selbst wenn der finale Dungeon, welcher kommt, wenn wir den Kreis vervollständigen, kurz ist. Der Dungeon bei den Pyramiden ist auch nur so ungefähr eine Stunde lang. Aber ich will nicht in die Grube der Verzweiflung. Das will ich eine separate Session haben. Na gut. Und dann müssen wir uns noch einen Gegenstand besorgen für den allerletzten Bonus-Dungeon. Das heißt noch 2 Sessions? Oder sind 3? Je nachdem, wie lang der Dungeon ist. In Hyrof? Wird er lang sein? Das weiß ich gerade nicht. Aber je nachdem, wie lang der ist, könnte man eventuell die Pyramiden noch hineinquetschen in der Session. Okay. Das wäre schon mal eine Session. Dann die Grube der Verzweiflung, das will ich auf jeden Fall eine Session. Ja. Na gut. Ich will nicht so sehr dran verzweifeln und ich brauche dann wahrscheinlich Ruhe hinterher. Zweifel. Ich hab's dann nie durchgeschafft. Naja, ich habe meinen Illusionszauber, der wird uns helfen. Wir haben unsere beiden Drachen, ich habe meinen Illusionszauber, ich habe noch meine Buffs. Der Zauber wird dir nicht helfen, glaub mir. Warum? Das wirst du schon sehen. Der wird dir nicht helfen. Sind wir jetzt fallen oder was? Wirst du schon sehen, was das ist für eine Art Dungeon. Oh Mann, na gut. Hast du schon gesehen. Okay. Ja, und für den allerletzten müssen wir uns immer noch einen Gegenstand besorgen. Aber den Messer, dann was war das nochmal? In der nächsten Session müssten wir den zweiten Gegenstand kriegen. Ach, den ersten haben wir ja schon. Okay, das Messer, den Dungeon-Gegenstand und... Waren nicht 2 oder 3 Gegenstände? Ich weiß nicht mehr. 3 Gegenstand. Den einen haben wir schon die ganze Zeit im Inventar, beziehungsweise ich. Das wunderschöne Furienauge. Ah. Welches wir damals in Königreich Eb gesammelt haben. Mhm. Ich habe schon eine Gewohnheit, wenn man das braucht. Messer, Auge und der geheimnisvolle Gegenstand im Dungeon. Na gut. Sehr geheimnisvoll. Aber ja. Was dieser Gegenstand sein wird, werden wir dann in der nächsten Aufnahmesession sehen. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschö, Leute. Und ciao.